Ladies and Gentlemen, wir freuen uns, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Wir präsentieren euch mit Freude euer Host, Mika Maru. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Spechte und Spechtigerin. Hier ist euer Host, Mika Maru. Und heute dabei haben wir einen besonderen Gast für euch, nämlich ist hier der Okami. Hi. Ich glaube, ich nenne dieses Format Hot Questions, weil heiße Fragen klingt irgendwie ein bisschen komisch. Heiße Fragen eigentlich? Hä? Das klingt doch voll gut. Was ist dein Problem? Okay, erste Folge von heiße Fragen. Das Prinzip ist so, ich habe 10 Fragen für dich, du hast 10 Fragen für mich vorbereitet. Aha, okay, davon, interessant. Interessant, ja. Wusstest du ja. Bestimmt noch nicht. Nein, davon wusste ich nicht. Wurde nicht aufgeklärt. Davon sind 5 Fragen, so normale Fragen, wo du stellen kannst, also nicht unbedingt normal, aber die kannst du stellen und man hat Zeit, um sie zu beantworten. Und die nächsten 5 hat man 5 Sekunden Zeit, um sie zu beantworten. Jede Frage, die du beantwortest, gibt dir einen Punkt. Hauptsache, du triffst die 5 Sekunden. Die davorgehörigen Fragen kannst du skippen, aber du verlierst dadurch den Punkt. Im Endeffekt kannst du dann 10 Punkte gewinnen. Der die meisten Punkte dann hat, hat im Endeffekt gewonnen. Was man gewinnt, ist ein bisschen Ehre oder irgendwie sowas in der Art. Na gut, okay, dann kommen wir jetzt zur ersten Kategorie. Was ist das Rebellischste, was du in deiner Teenagerzeit gemacht hast? Darf ich erstmal Alkohol trinken? Ja? Wenn es dir dabei hilft. Bin Veganer geworden. Nein, no. Das ist rebell. Ich überlege gerade, was ist das Rebellischste, was ich gemacht habe? Ich habe mal ein Ei gegessen. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, war aber nicht mal Teenagerzeit, das war sogar Kindzeit. Und zwar habe ich halt Ego-Shooter gezockt, obwohl mir das meine Eltern verboten haben. Und dann habe ich halt meinen Tisch so umgedreht, dass man halt den Monitor nicht sofort sieht, wenn man ins Zimmer kommt. Das hab ich immer noch für den Fall, dass man mich beim Pornoschauen erwischen sollte. Gib dir jetzt einen Punkt, aber das ist ein Gnadenpunkt, okay? Hast du schon mal Vogelscheiße abbekommen? Ja. Ja, wirklich? Ich saß mal in Portugal sozusagen, wie heißen nochmal die Dinger, wo die Trauben wachsen. Davon ging das halt über dem Dach so drüber und wir saßen halt darunter so im Schatten halt, ne? Aha. Alles so ganz gechillt. Dann auf einmal, ich weiß nicht, ob es Vogelscheiße war oder Taubenscheiße, aber ich saß und das fällt mir halt genauso auf die Schulter. Weil Tauben auch keine Vögel sind. Ja, es sind halt eine spezielle Form von Vögeln. Ich habe dann auf jeden Fall so ein Taschentuch dann genommen. Ich habe dann irgendwie so in einem instanten Taschentuch, wollte dann das so draufklatschen und wegwischen und in dem Moment kommt so ein Windzug, nimmt mir den Taschentuch weg und ich habe mit meiner Hand so draufgeklatscht. Warte, was hast du draufgeklatscht? Mit meiner Hand. Ich hatte so ein Taschentuch und dann... genau in dem Moment weggelegt ist. Dann hatte ich es an meiner Schulter und an meiner Hand und ich hatte halt kein T-Shirt, weil ich laufe nie mit T-Shirt rum, weißt du? Okay, Frage Nummer 2, Okami. Nein. Erstes Celebrity-Crush. Oh Gott, Alter. Warte, lass mich überlegen. Das Erste, was mir einfällt, ist Megan Fox von Transformers damals noch. Heute ist sie ein bisschen älter geworden. Ja, und sie hat ein paar OPs hinter sich. Vor den OP sah sie echt verdammt hübsch aus. Oder? Justin Bieber zählt sie? Zählt das als Frau? Kam ja auch einfach die nächste Frage raus. Ja, okay. Okay, was ist deine peinlichste Partygeschichte? Oh. Die Frage ist, willst du sie jetzt erzählen oder nicht? Die Frage ist, welche davon war die peinlichste? Ich habe mich mal auf einer Party ausgezogen. Komplett nackt? Das weiß ich nicht mehr genau. Okay, nicht schlecht. Aber ich glaube, das war die peinlichste Situation. Weißt du, wir hatten halt gut was getrunken und mir ist allgemein warm. Wenn ich Alkohol trinke, wird mir noch wärmer und dann hat man halt so die Angewohnheit, dass ich hatte mal... ein Warmblüter. Genau, ich hatte mal irgendwann mal, das erste Mal, wo ich besoffen war zum Beispiel, habe ich mich ja auch die Hose ausgezogen, bin einfach in Boxershorts durchs Dorf gelaufen und sowas. Ja, ich habe halt die Angewohnheit, mich auszuziehen. Und da war es halt, ich glaube, das war wahrscheinlich die so eine Angewohnheit, Situation. Weißt du, gehst du zu Fremden, so zu deiner zukünftigen Freundin das erste Mal zu Besuch, lernst du die Eltern kennen und bist schon nackt. Ey, das ist ja, mein bester Partytrick. Immer wenn dann jemand sagt, so mach mal einen Partytrick, eine tun dann so, als hätte man so okay, den Finger so dingsen können oder sowas. Und du reißt einfach dein Shirt auf. Ja, ich schmeiß es dann irgendwie so weg. Ich leg einen ganzen Striptease hin. Eine sexuelle Fantasie, die du bis jetzt nie jemand erzählt hast. Fick dich. Mich ficken.
Ja, die ficken. Also meine Fantasien sind gar nicht mal so speziell gewesen. Muss ich ehrlich sagen. Hast du nichts Besonderes, was du schon irgendwie immer machen wolltest, was dir total antwortet? Aber was ich noch nie erzählt habe, ne. Ich bin da gar nicht so speziell, ne. Boah, das gibt aber keinen Punkt dann für dich. Ey, Miki, ist mir egal. das ist spannend. Da wirst du wahrscheinlich wieder so richtig hart ausschweifen, weil du ja mal so anfängst, Retalk zu machen. Irgendwie muss man sich herausreden können, weißt du. Man muss die Sachen auch erklären. Okay, gibt es einen YouTuber, den du am wenigsten leiden kannst? Und wenn ja, warum? Außer mich jetzt. Ich habe hier irgendwo eine Liste mit 100 Stück. Ja, also muss ich mir einen aussuchen? Nein, das ist eine Burger King-Liste. Den YouTuber, den ich am wenigsten leide, ist nicht Nilo. Ich wusste, dass es kommt. Ja. Einfach, echt? Ja, einfach weil... Bei den anderen kann man sagen, kann die nicht leiden oder sowas, aber mit denen hatte ich persönlich noch nicht wirklich viel Kontakt oder sowas. Außer halt vielleicht Logo ja, okay, oder sowas. Aber die schlimmste Erfahrung so war halt wirklich mit Nicht-Nilo sozusagen. Wo man okay, wirklich gesehen hat, okay, das ist wirklich am Abschaum der Menschheit. Unabhängig von deinen persönlichen Erfahrungen mit einem YouTuber? Also von denen ich noch nichts zu tun hatte. Genau, und wo du einfach weißt, nee, der ist mir schon unsympathisch oder so. Oder du magst seinen Content einfach so gar nicht. Leon Mascher. Würdest du lieber einen Tag nackt in die Uni gehen, für den ganzen Tag, ohne dich sozusagen zu verdecken, oder fürs ganze Jahr Durchfall haben? Kann ich auch einfach nackt sein und Durchfall haben? Du nimmst beides. Ich will beides, auf jeden Fall. Aber das wäre halt schon mau. Aber ganz ehrlich, ich bin da so selten, dass mich da eh kaum einer kennen würde. Also ich glaube, ich würde das sogar echt... Also nein. Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber ich würd mich einfach gern selbst dazu überwinden, weißt du, weil das ist besser als ein Jahr Durchfall zu haben, hallo? Okay, vor welchem Horrorspiel hast du am meisten Angst und würdest dazu ein Video machen? Ich würde es machen, wenn ich das Spiel hätte. Aber ich weiß nicht, welches Spiel das sein sollte. Toll. Okay, das gibt keinen Punkt, Miki. Warte, lass mich überlegen. Es gibt so viele Horrorspiele. An sich jetzt so glaube ich, das Schlimmste, was ich gespielt habe, war glaube ich tatsächlich Outlast. Und das habe ich auch meinen Kanal gemacht. Ich glaube ja. Wenn ich zwei Typen in Real Life nackt mit Pimmel raushauen, verfolgen, dann hast du auch Angst. Welcher Filmtitel beschreibt dein Leben am besten? Nee, was würde denn zu mir passen, ey? Alter, ich weiß es. Star Wars, die letzte Hoffnung. Warum? Für YouTube. Was war der verrückteste Ort, an dem du ein Porno geschaut hast? Wahrscheinlich gibt's keinen. Oder gibt's irgendeinen Ort, wo du sagen würdest, normalerweise guckt man da keinen Porno? Das ist jetzt eine gute Frage. Auf der Arbeit? Ich würde das gelten lassen. Normal. Auf jeden Fall. Nein, ich würde das gelten lassen. Warte. What the fuck, auf Arbeit? Ja, mir wurde mal ein Video geschickt, aber ich hab's halt ganz durchgeschaut. Ich war halt sowieso auf Klo. Es ging halt irgendwie so 10 Minuten oder so. Was? Ja, also ich habe mich jetzt nicht drauf aufgegeilt, aber ich fand's interessant, was da gerade passiert. Und es war besser, als arbeiten zu gehen. Deswegen hab ich's geschaut. Vor allem, man schickt dir einfach so ein Porno und du denkst so, kann ich ja mal zu Ende gucken. Ja, weil die Story so spannend ist, oder was? Ich musste auch nicht wirklich auf Klo, weißt du? Ich bin einfach nur gegangen damit, weißt du, 10 Minuten auf Klo setzen ist besser als 10 Minuten da irgendwelche Regale einsortieren. Und ja, dann. Und du dachtest du dir halt lieber ein Porno gucken, als gar nichts gucken oder was? Ja, dann hab ich wenigstens einen Zeitvertreib in der Zeit, weißt du? ETF, Alter. Stell mal vor, ein Mitarbeiter wäre reingekommen. Ich hab's auf mit Kopfhörer gehört. Ah, okay. Das nächste Kategorie, jetzt geht's auf zu den 5-Sekunden-Fragen. Bei jeder Frage, die gestellt wird... Jetzt muss ich mich aber konzentrieren. Bei jeder Frage, die gestellt wird, ich hab hier einen Timer, den ich sofort starte und wenn er abläuft, macht er dann einfach ein bestimmtes Geräusch, was du auch sofort wieder hören willst. Du hörst es. Ja, aber 5 Sekunden werde ich niemals hinbekommen, kannst du wetten. Ich bin nicht so kreativ oder so spontan. Die Fragen sind nicht schwer, aber du hast 5 Sekunden Zeit, um sie zu beantworten. Wenn du es schaffst unter den 5 Sekunden, dann kriegst du den Punkt. Wenn du nach den 5 Sekunden erzählst, wenn es keinen Sinn ergibt,
Es muss einigermaßen Sinn ergeben. Hauptsache, ich frage jetzt nicht irgendwie so drei Körperteile einer Frau und du sagst, Vogel, Flugzeug, Dachboden. So, dann würde ich gelten lassen. Sobald ich die Frage gestellt habe, drücke ich auf Start und du hast dann die 5 Sekunden Zeit. Dein geheimer männlicher Celebrity Crush. Shia LaBeouf. Du hast literally keine 2 Sekunden gebraucht. Ey, beides Transformers, okay? Weiblicher Crush Megan Fox, männlicher Shia LaBeouf. Das kam aus der Pistole rausgeschossen, Alter. Ja, das ist das Erste, was mir halt eingefallen ist, weil... Ich weiß nicht, damals fand ich ihn ganz cool so. Okay, Lieblingspornodarstellerin. Alexis Texas. Eigentlich ist es Janice Griffith, aber die ist mir gerade nicht so schnell eingefallen. Ich weiß nicht mal, wer das ist, aber gut. Das ist die erste, von dem ich jemals den Namen wusste, so eine Blondine. Das war so ein Massagevideo. Okay. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass dir was einfällt. Eigentlich ja. Es gibt sogar noch Lucy Cat oder so. Das ist ja auch eine Pornodarstellerin. Das stimmt. Aber hast du dir schon mal ein Video von ihr angeguckt? Ist die angefragt? Ja, mit dem Pizzaboten. Okay, nächste Frage. Welche Boysband würdest du gerne beitreten? Blue. Ey, das ist meine Lieblingsboyband damals. Wie schnell ist der? Du hast eine Sekunde gebraucht. Naja, was denn? Das sind halt so solche Sachen, wo es eindeutig schon welche ist. No Nut November oder Destroy Dick December? Destroy Dick December. Als ob. Als ob. Klar. Naja, Miki, du weißt schon, dass du mit jedem weiteren Tag immer einmal mehr masturbieren musst. Am 31. Okay. Musst du 31 Mal masturbieren. That's okay, das mache ich jeden Tag. Bring mir Megan Fox. Ich zeig dir, wie das geht. Miki, ich will dich darauf hinweisen, ein Tag hat 24 Stunden. Wenn du es 31 Mal machst, dann musst du es innerhalb jeder Stunde öfter als einmal machen. Klar, ich kann weitermachen. Wenn ich fertig bin, kann ich direkt weitermachen. Ich muss nicht aufhören. Ja, aber nicht nach 10 Mal oder so. Ja, dann mache ich halt kurz eine Stunde Pause, mache mir einen Cheeseburger und danach mache ich weiter. Bester Song zum Unter der Dusche singen. Joji Will... Warte, Will He? Will He, glaube ich. Hieß das so. Oder? Warte, hieß das so? Ich weiß es nicht. ich glaube, Will He. Okay, bin ready. Oh, Mickey, ich hoffe jetzt, dass dir... das einfällt, weil sonst machst du dich ein bisschen zum Affen. Name des ersten Mädchen, das du geküsst hast. Das war im Kindergarten! Ich weiß es nicht mehr. Ich wusste, dann krieg ich dich. Das ist echt mies gerade. Ja, aber ich wusste, dass ich dich damit bekomme. 3 Schimpfwörter, die du sagst, wenn du sauer bist. Hurensohn, Wichser und Specht. Na. Deine 3 Lieblings-YouTuber. Keggy, Nebenik, Zeo. Du Wichser, du hättest jetzt Okami sagen sollen. An dich hab ich nicht mal gedacht. Hallo, was bist du für ein YouTuber? Du lernst alle 3 Monate was hoch. Das ist so wie ein Gelegenheitsraucher, weißt du? Es ist nicht wirklich ein Raucher. Du bist dein Arsch, ey. Nenne 3 deiner Lieblingskörperteile. Oh Gott, Alter. Hand? Nein, Gesicht? Beine? Ach, was ist ich, Mann? Hand? Nein, Gesicht? Beine? Bei mir wäre sofort Schwanz, Arsch. Ich dachte auch an Schwanz, aber ich dachte so, warum sollte ich das sagen? Ich mag ihn, es ist so. Mein Arsch mag ich auch. Ich habe einen durchtrainierten Arsch, ich trainiere ihn immer beim Sitzen. Ich weiß doch, wie er aussieht, Miki. Woher? Du schickst doch immer irgendwelche random Halbnackt-Bilder irgendwie auf WhatsApp. Nein. Doch. Das ist nicht, das entspricht nicht der Wahrheit. Dein Lieblings-Porno-Genre? Public. Du hast aber schon das Ding gestellt, oder? Du hast echt lang gebraucht. Ich hatte noch 2 Sekunden Zeit. Ich musste erstmal so... Genre. Was zählt zu Genre? Ach, das ist ein Genre. Was gibt's alles für Genre? Und dann ging mir momentan alles durch den Kopf. Hab ich also, ja? Oder hast du das nur so gesagt, weil es dir eingefallen ist?
Nein, ich glaube, es ist mein meistgewatchtes. Echt? Ich mag den Adrenalin. Ich glaube, wir haben entweder beide Gleichstand oder vor allem, wo du noch Beine gesagt hast, kannst du zu spät. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Nein, ich bin aber sicher, dass ich das rechtzeitig gesagt habe. Ich weiß es nicht. Ich sehe es auf jeden Fall in der Aufnahme so oder so. So oder so steht ja auf jeden Fall jetzt das Ergebnis. Und damit würde ich sagen, hat sich das nach 46 Minuten Aufnahme auch erstmal erledigt. Ja. Ach du Scheiße. Das wird ein langes Video, Boys. Ich mache auf jeden Fall mehr Werbung rein. I'm sorry dafür. Aber das wird lange Zeit zum Arbeiten bearbeiten. Ja. In dem Fall, Okami, ich bedanke mich, dass du dabei warst. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Heiße Fragen. Ich fang an zu strippen und ich